Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt gestern zugeschaut, mein Casting-Table ist verbuggt. Ah, kacke. Vielen Dank fürs Einschalten. Da ist der Notuka irgendwo. Da hinten, da gempelt er rum. Ja, ich bin wieder fleißig, wie immer. Ein fleißiges Mädchen. Ich versuche einen Laser-Drill zu machen. Sexy, wofür eigentlich? Ja, Quest halt. Ach so. Weil es gibt ja nicht so viel zu drillen. Ja, aber der holt ja Ressourcen aus dem Void. Ach, hör auf. Ja, doch. Das ist ja cool. Alles andere wäre ja Pupis. So, der Laser-Drill ist fertig. Jetzt brauche ich einen Laser-Drill-Precharger. Und ich brauche Gold. Und dafür brauche ich einen pinken Slime-Ball. Ich habe keine Ahnung, wie ich den bekomme. Das ist ja schon der letzte Goldbarren-Block-Gedöns. Wie viel habe ich denn jetzt? 11! Wow, ich habe einfach so viel Gold. Ich gehe dann mal in die Karibik, ich mache Urlaub. Okay. Ich habe so ungefähr 1 Milliarde in meinem Inventar. Okay. Aber ich will mal sehen, dass ein Mensch 64 Goldblöcke trägt. Also, ne? Auf einmal. Das schafft keiner. Ich glaube, Gold ist schwerer als Blei. Ey. Hör auf, was machst du? Warum bewirfst du mich mit Sludge? Das ist alles nein, Hilfe. Yeah, es ist nur schlecht. Ich kotze gleich. Nicht nochmal, nein, weg. Hilfe. Wie er lacht, wie ein kleines Kind. Ich muss mein Jetpack aufladen. Unfug. Ihr macht viel zu viel Unfug. Mach nur ein Obsidian. Turbo. Also ich mag diese Turbo... Dinger. Turbo-Blöcke. Die sind turbo-geil. Echt, Mann, die sind hyper, Alter. Hyper, hyper. Turbo, ey. Hyper, hyper. Bitte? Kennst du noch? Ja, klar. Dicker. Hyper, hyper. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ups. Naja. Bitte? Nein, ich meine, man muss schon ein gewisses Alter haben, um das zu kennen, finde ich. Ich weiß nicht, die sind doch 90er noch. Pappalapapp. Und wer damals noch Pippi Langstrumpf geguckt hat, der hat es vielleicht nicht ganz so mitgekriegt. Ich habe immer meinen Pippi in Langstrumpf gemacht. Du kleiner Spinner, du. Was? Wie, was? Ich brauche noch ein Obsidian nur. Wo sind wir denn hier? Scheiße. Hab ich nicht noch blaue? Ich mach mir blaue, weil die sind eher echt am einfachsten. Ja, mach blau. Ja, ich mach jetzt blau. Wir hatten hier die Tür zugemacht. Wie komme ich hier jetzt rein? Ach so. Rechts jetzt. Eis. Eis. So, jetzt wird der immer noch auf Cobblestone umgestellt. Nee. Wir haben nämlich nur noch 3000 Cobblestone. Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Ja, das ist viel zu wenig. Geht so nicht. Das macht ja den Weltmarkt kaputt, wenn wir nur noch so wenig haben. Wir müssen einen gewissen Vorrat haben, das geht ja nicht. Ja klar, wir müssen halt alles kontrollieren. Ja. Warte mal, hier hinter war nichts. Doch, das ist ein Zaun, gut. Selbst wenn, ich hätte mein Jetpack. So, okay. Muss ich nur anschalten. Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass unser Better Barrel jetzt die doppelte, das doppelte Fassungsvermögen hat. Echt? Wir können jetzt nicht nur 4000 lagern, sondern 8000. Hammerhart, Alter, hammerhart. Jo, war für ein Quest. Oh nein, nicht schon wieder. Was machst denn du da? Hier ist ganz viel Pipi überall. Ja, manchmal wird das halt. Schmilzt das Eis dann halt. Wenn es zum Beispiel direkt neben einer Fackel ist. Scheiße! Nein, gut mitgedacht. Gut mitgedacht. Oh fuck! Köln. Noob-Alarm im Ozean! Ja, aber echt, ey. Sind sie Fackeln weg? Fackeln müssen weg sein, da ist noch was. Hilfe! Oh, ich bin schon wieder hungry. Ja, die Fackeln, die verschwinden ganz von alleine, wenn das Wasser drüber läuft. Ich würde mir wünschen, du würdest sie wieder aufstellen. Ich mach's doch. Schätzelein Hasi-Mausi. Ja, Putzelbäckchen mach ich. Oh. Ah, Falafel. Gehen wir nochmal hier oben ein paar. Hier gehen die Hühner ja jetzt richtig ab mittlerweile. Meinst du, das sind schon 100 Hühner? Weiß ich nicht. Komm mal hier hoch gucken. Was, wo bist du?
Guck mal hier hoch gucken. Hast du einen Autobreeder installiert? Nee. Klar. Ach so, nee, das ist, ach so machst du das. Es gibt auch einen Autobreeder von Mine Factory Reloaded, der macht dir die ganzen Hühner, füttert er auf einmal. Okay. Der ist, glaube ich, sogar einfach zu bauen. Oh Mann, ey, das ist. Na gut, den autonomes Activator habe ich einfach da hinten weggeholt. Ja, geht auch. Oh, es kommt alles schön her. Ach, was habe ich mir nur dabei gedacht? Fallt in euer Verderben. Los, los. Zack. Das ist meine erste Water Shard. Willst du mich verarschen? Alter, hier ist unten buggen schon voll die Hühner raus. Eieiei. Übrigens an der Stelle vielen Dank an Chrissy LP für den Tipp. Ach, Hä? Alter, warum bewege ich mich? Obwohl ich stehen bleiben will. Geht's noch? Ah, jetzt ist wieder gut. Hauptsache deine Jetpack-Spuren sind ganz woanders bei mir. Was? Die sind da bei dem Lagersystem. Bei mir ist alles Knorke. Knorke? Ja. Und oh, Moment, bis auf dieses blöde Wasser. Ey, Wasser kann gar nicht blöd sein, du Blödi. Da ist stilles Wasser, da ist stilles Wasser. Das andere Wasser sprudelt. Ist da noch stilles? Ich weiß nicht, wovon das ausgeht hier. Ist das noch stilles Wasser? Ich auch nicht. Das ist noch stilles Wasser. Gut, das war's. Gott sei Dank. Eieieiei. So, Plastik Sheets. Dafür brauche ich doch Rubber. Rubber Bar. Oder. Ach, da ist ja Rubber. Raw Plastik haben wir ja sogar noch. Yay, Plastik Sheets. Dann könnte ich den Laser Drill, glaube ich, schon fast machen. Bis auf den pinken Slime Ball. Wieso habe ich jetzt. Ach ja. Wie bekommt man einen pinken Slime Ball? Wird dir doch bestimmt gesagt, wenn du ihn fragst. Hallo, pinker Slime Ball? Nee, eben nicht. Oh. Gibt kein Rezept dafür. Das und das ist alles, wo dran es noch hängt. Pink. Ich guck mal direkt im Nadel nach Items. Es gibt ja sau viel mit Slime hier. Pink Slime Ball, Mine Factory Reloaded. Hä? Oh, steht nicht, wie es geht. Ne, stimmt. Du kannst einen Name Tag von herstellen. Mhm. Pink Slime Barrel, gefüllt mit Gelid Cryotherum und Blazing Pyrotheum. Nee, Quatsch. Was, wo hast du das? Wo hast du denn das? Rechtsklick auf Pink Slime Barrel gemacht und dann hat er mir gesagt. Ja, wo ist denn? Pink Generator. Generates Red Flux Rising the Power of Love. Ah, nee. Nee, ne? Pinke Tinte oder alles, was pink ist, produziert Energie. Oh Mann. Kumpau, oh Pink Slime. Okay, so heißt das Lied. Na gut. Ja, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Warte mal, ich google mal schnell. Entschuldige, liebe YouTube-Gucker, ich gehe mal kurz im Pause-Modus und mach den Internet-Explorer an. Ergötzt euch an der tollen Musik. Pink Slime Bucket gibt's auch kein Rezept für. Pink Drone? Da war's doch schon. Pink Pearl? Merkwürdig. Pink Slime Ball Technik Wiki. Nee, da will ich nicht. Feed the Beast Wiki, da ist es doch. Los, sprich mit mir. Ja, ich bin dabei. So, Pink Slime Ball wird angeblich hergestellt in einem Laser Drill Precharge. Nee, wird gebraucht in einem Laser Drill Precharge. Ja, für. Das will ich ja eben machen.
Pink you know what slime I mean? Balls are used to create laser drill pre-shutters. Currently they can only be created by killing pink slimes. Und wie bekomme ich Pink Slimes? Das würde ich auch gern wissen. Warte mal, hier Pink Slime. Der ist bei Mine Factory Reloaded mit drin. The Pink Slime is a mob added by the Mine Factory Reloaded mod. A tiny slime is created when placing Pink Slime in the world. Ja. It can be grown by using a slime beginning searing. Ach, kann ich kein Englisch mehr oder was? Nee, konntest du noch nie. Was ist das für ein Gerät? Du musst eine Spritze herstellen. Empty Styring. Okay. Dann ja. Ein Lapis Lazuli unten rein. Ein ja. Slime Ball. Zwei Slimebälle dazu. Angeordnet alles wie ein umgedrehtes T. Und was kann man denn machen? The Slime is an item which can be used to grow slimes by clicking them with one. Or by using them in veterinary station. Ja, damit kannst du Slime fangen, aber keinen roten. Nicht färben. Nee. Ne? Ach, du meinst das mit Lapis ja zum ja. Wachsen lassen, ne? Ja, das okay, ist auch so. Hier. Ah ja, die, ja genau, ich habe das Grow überlesen, hast du recht. Hm. Rosa Schleim. Pink Slime. Guck mal im Questbuch, ob ich da irgendwas finde. Okay, it can be grown by using a slime on it when using this. Cause an explosion. Spawn a small stack of 5, 16 raw meat nuggets and spawn server. Usually. Geh einfach mal ein paar Slimes killen. Unlike the winner. Ach, ich hab keine Ahnung. Ja, gut. Nee, sorry. Ich bin gerade mal ein paar Slimes hier am Killen. Vielleicht droppt ja was, aber ich glaub's eigentlich eher nicht. Müssen wir nach der Folge mal gucken. Das dauert jetzt sonst ja, zu lange. Ja. So, ich will aber auch noch ein paar Deconstruction Table jetzt schaffen hier. Ich hab mir aber ein paar. Ich will. Ah, ich brauch noch. Ja, ich das heißt, will. Ich will. Ich will eine PlayStation 4. Mann, oh Mama. Ich will ist am Winter Weihnachten spielen. Genau. Wer kennt den nicht? Oh, wer kennt den nicht? Block of Copper brauche ich nicht, weg damit. Aber ich habe auch noch nie rosa. Oh, ich bin noch verhungern. Sehr gut. Kämpfen ist immer so anstrengend. Ich habe auch noch nie rosa Schleim gesehen. Ich auch nicht. Lass mal die anderen fragen, ob bei denen mal einer gespawnt ist. Ja, genau. Vielleicht brauchen wir ein Sumpfbiom. Vielleicht müssen wir Erde auf einem, also Erde an einem Sumpfbiom pflanzen. Das ist ja möglich. Da ist er. Watershard. Golden. Ich mach gleich zwei. Machen wir vier. Flop. Mist. Gut, dann so. Hä? So. Zwei. Und Erde ist auch einfach zu besorgen. Nehmen wir mal einen Erde-Shark dazu. So. Jetzt haben wir vier davon. Dann brauchen wir jetzt noch eine goldene Axt. Dafür brauche ich erstmal Stöcker. Oh, ein Hühnchen. Hallo Hühnchen! Tschüss Hühnchen! Nein, nicht du! Willst du noch mehr Redstone-Coils machen? Ob ich das will? Nö, wieso? Weil sie noch im System als Rezept drin sind. Dann mach ich's weg. Ja, mach's weg. Mach's weg! So, Stick of Truth. Da ist er. Stick of Truth? Ja. Du verwechselst da irgendwas. Echt? Wirklich? Sicherheitshalber gucke ich lieber nochmal.
bevor ich mir alles an Gold verballer. Was war das denn jetzt? Axt und Pickaxe, oder? Ja, Golden Pickaxe und Golden Axe. Gut, ich brauche 4 davon. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich es nochmal wagen soll, diesen Blutorb zu machen, oder ob ich noch ein paar mehr Hühner brauche. Mach lieber ein paar mehr Hühner. Ja, hast du mal hier unten hingeguckt, ey? Ja, schon, aber du weißt, was letztes Mal passiert ist. 4. Was brauchte ich denn noch? Ich glaube, das war's noch nicht. Ah ja, ein Table. Table? Hab ich da schon Table drin? Tab? Nee. Na, dann nehme ich mir ein Stack Holz mit. Aber nicht Oakwood, davon haben wir nicht mehr so viel. Lalala, in der nächsten Folge werde ich das probieren. Oakwood, Jungle Wood. Jungle Wood, Wood. Wieso, wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Minuten. Och, ist ja locker easy. Locker easy, der Grau, so geil. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich genug Power hier hab, Alter. Um das zu machen, ey, was ist denn los, ey, scheiße, Junge. Nicht out of ammo. Brauch schon wieder Limestone. Muss die Plattform vergrößern. Löffel. Bitte? Hä? Ich hab nichts gesagt. Schon Kinder zu. Echt? Oh Mist. Trotzdem noch einer. Limestone da und einen Hammer. Warum haben wir denn 12 Hämmer? Muss ich das verstehen? Vorsichtshalber. Die gehen ja schnell kaputt, habe ich mir gedacht, machst du viele von. Also dein Standardproblem wieder mal. Wieso mein Standardproblem, wenn ich Vorsorge mache? Wenn ich das ist keine Vorsorge, das ist Verschwendung, wenn wir 12 Hämmer haben. Na, das ist doch... Ja, Cobblestone und Holzverschwendung. Ja. Scheiß doch, hast du dir eine goldene Axt gemacht? Ja, habe ich. Bist du besoffen? Nein, ich brauche die für ein Towncraft-Rezept. Ach, ich habe schon gerade gedacht, ey. Jetzt weiß ich wollte auch mal Bling Bling haben. Mann. Alter. Ich habe mir auch eine goldene Pickaxe gemacht, übrigens. Ja, ich glaub's dir. Habe ich auch. Glaub's dir? Ja, Bling Bling, weißt du? Ey, weißt du, Blinke Blinke. So, und das habe ich sogar gleich je 4-mal gemacht. Du bist so tight. Alter, so tight, Bitch. Mann. Du kannst mal ein bisschen damit knacken, so tight bist du. Nein, du verwechselst da irgendwas. Nein. Nein, sowas tun wir nicht. Nein. Sowas machen wir nicht. Nein. Oh, ich habe zu wenig Fenster. So, ich würde gern ein paar Blaze Rods besorgen. Wollen wir nicht ein paar Blaze beschwören? Ja, dann mach doch. Dann kann ich, dann brauche ich da nicht ein Kabel hochsetzen, um da Ressourcen hinzukriegen. Dann kann ich das mit der Endertruhe machen. Die ist doch hier drin, ne? Du brauchst einen Blaze für eine Endertruhe? Oh, echt? Ja. Also für. Ach, ist die erweiterte Ender-Chest-Mod hier gar nicht drin, ne? Ich dachte, keine Ahnung. Wieso habe ich das denn gedacht? Weil an normale Ender-Chests gehen ja keine Ducts. Da war ja ein Tesserakt. Ich mache mir doch jetzt keinen Tesserakt. Ich meine, du sollst. Mach dir doch so ein Ender-Bag und eine normale Truhe. Oder? Ich möchte gerne, dass automatisch Sachen nach oben kommen. Aus dem ME-System am besten sogar noch. Ja, dann mach dir doch einfach oben ein zweites Terminal und zieh dir ein Kabel hoch. Ja, ein Kabel hochziehen wollte ich vermeiden. Ja gut, das aber Leben ist kein Ponyhof. Ja, ist ja eigentlich egal. Ich kann die Treppe hier auch ruhig wieder abreißen. Weil wir haben ja einen Elevator. Ja, ich wollte gerade sagen, dann musst du eigentlich nicht so viel rumlaufen, ne? Ach, wir haben ja sogar noch ME Access Terminal. Ja, halt nur keine Kabels. Kabels. Wir haben ja sogar noch einen Import, haben wir auch einen Exportbus? Ja. Ja, wir haben noch einen Exportbus. Aber du weißt schon, dass der für was anderes ist, ne?
Der holt Sachen aus dem ME-System, oder? Ne? Precision, aber ich weiß nicht. Damit kannst du eigentlich Sachen aus einer Truhe. Furnace mit einbinden oder sonstige Crafting Stations. Ah. Dafür ist das eigentlich hauptsächlich. Kannst aber auch direkt Sachen aus einer Truhe ins System packen, oder? Weiß nicht, ob das damit auch geht. Aber probier's, ja. Also das ME-Interface ist ja hol nur dafür, in den Inventar und fall irgendwo runter, sonst muss ich leider töten. Also das ME-Interface ist das gleiche wie ME-Crafting-Terminal ohne Crafting. Ja. Gut. Dann brauche ich noch ME-Kabel. Also, jede Menge ME-Kabel. Ja, dann mach du mal. Aber, obwohl, eine Minute haben wir noch. Oder zwei sogar. Ah, was mache ich denn da noch? Soll ich mal ein paar Hühner züchten? Der ist gar nicht so schwer. Alter, liegen hier viele Eier rum. Aber ich würde Fluix sparen. Wenn ich Raw Plastic nehme. Und wir haben so viel Rubber. Das mache ich doch direkt. Also dann nehme ich nicht das Glas, sondern Raw Rubber. Also nicht Raw Rubber, sondern Raw Plastics, meine ich. Oh. Der Server leckt übelst wegen den ganzen Hühnern hier, ey. Rubber Saplings. Oh. Also nächste Runde müssen die hier echt mal erlöst werden, sag ich mal. Ja, die sind da ja auch echt auf engstem Raum zusammen. Das wäre wirklich eine Erlösung für die armen Kleinen. Also ich habe denen auch schon Namen gegeben, ne? Allen? Okay. Ja. Wie heißt Hertha, die denn? Henrique, Marie. Henrique. Ist aber ein Schweizer Name. Cooler Name. Hey, Henrique, komm her. Henrique, ja. So geil. Eine habe ich Weed genannt, eine Tainted Soil, eine Moss Stone. Eine Stone. Du bist langsam unkreativ. Echt, findest du? Sag mal, wo ist denn das ganze Rubber hin? Ist das alles im System? Nö, hier ist so ganz viel Rubber. Wo? Im ME-System. Ja, gut, dann habe ich das doch mal ins System gepackt. 800. Hoho. Sollen wir die mal... Du brauchst ein bisschen zum Einschmelzen oder Plastik raus. Ja, ich brauche Raw Plastics, genau. Das kommt ja direkt aus Raw Rubber, ne? Hau mal hier ein bisschen was rein. Machst du was in Furnance? Ja. Haben wir eigentlich schon eine Kiste über dem Furnance? Ja, nur ein Hopper, aber das reicht, denke ich. Okay, ja, dann kannst du jetzt die Abmund machen, denn wir wären dann soweit. Genau. Ach, jetzt muss ich das nochmal brennen, weil dann Rubberbar. Komm halt drauf, ich sag mir das. Ja, ist Spaß. Okay. Macht's gut. Schwanzkopf. Vielen Dank fürs Zugucken und schaltet auch morgen wieder ein bei Aua. Und Toka ist böse. Sky's related. Ciao. Ciao.